Also heute hatten wir eingeladen zu einem Pressegespräch, um die Bilanz der LIDA-Region und der laufenden LIDA-Periode mal vorzustellen. Die Zahlen haben wir eben der Presse übergeben mit 3,6 Millionen in 7 Jahren, glaube ich, ein stolzes Ergebnis. Und wie wir von Frau Weber auch gehört haben, das Beste oder die beste Periode, die wir bisher hatten, die erfolgreichste Periode. Wir haben tolle Menschen hier in der Region, die viele Projekte hatten. Und Frau Küpper als Geschäftsführerin ist die Ansprechpartnerin bei uns im Kellerwaldverein für die mutigen Menschen der Region, die mit tollen Ideen hier den ein oder anderen Baustein in unserer Tourismusregion immer wieder mit einbringen, aber auch Arbeitsplätze schaffen. Und sicherlich immer nicht immer ein einfaches Unterfangen, den Menschen auch die einzelnen Förderprodukte dann auch heimzustellen. Aber vielleicht können Sie auch noch mal kurz die wichtigsten Projekte noch mal widerspiegeln und auch die wir momentan verfolgen. Ja, vielleicht kurz so zu den Rahmenbedingungen. Alle Projekte, die wir unterstützen aus LIDA oder auch aus dem Regionalbudget, die müssen in unser regionales Entwicklungskonzept zunächst einmal hineinpassen. Und da haben wir verschiedene Handlungsfelder. Das betrifft den Bereich regionale Wirtschaft, das betrifft Profilierung der Region als touristisches Ziel, das betrifft Daseinsvorsorge und Kultur, die wir gerne unterstützen wollen, aber auch Natur und Umwelt. Und alle diese Projekte, Projektträger, die zu uns kommen, die bekommen eine Erstberatung und werden auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht. Und bekommen auch erklärt, wie das Prozedere läuft hinsichtlich einer Förderung, sei es aus LIDA oder sei es auch aus Bundesmitteln, nämlich der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Genau. Ja, und in den letzten beiden Jahren haben wir einen neuen Fördertatbestand dazu bekommen, nämlich das Regionalbudget, aus dem inzwischen jetzt 32 Projekte unterstützt werden konnten, in Trägerschaft der Kommunen oder von Vereinen. Und hier haben wir mit wenig Geld eine große Breitenwirkung entfachen können. Genau, Projekte zwischen 1.000 und 20.000 Euro und hiermit auch nochmal der Aufruf. Vor allem Vereine, Institutionen, die über die Kommune sich gerne darüber informieren können und dann speziell mit dieser Küpper in Verbindung setzen können. Da rufen wir auf für die Periode 2021. Seien Sie mutig, haben Sie Ideen, kommen Sie mit Ihren Vereinsideen auf uns zu. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir wollen viel für die Natur und für den Umweltschutz und die Ökologie tun. Vor allem solche Projekte sind uns sehr willkommen.